Lieben, ich melde mich auch mal wieder nach langer Zeit, da ich gestern auch eine Nachricht bekommen habe über YouTube, ob ich dann keine Videos mehr mache. Ja, möchte ich euch nur kurz Bescheid geben, dass es Videos wieder geben wird, aber ich werde jetzt haben wir August, September. Wahrscheinlich zum Oktober wieder mit Videos neu starten. In meiner Abwesenheit habe ich das versucht, weitgehend weiterzuführen, meine Budgets einzuhalten und so. Aber bei mir ist dann ziemlich ein Chaos entstanden und ja, ich bin jetzt gerade dabei, wieder ein bisschen zu sortieren. Ja, ich habe mir auch hier so Zettelchen gemacht, ob man denn vielleicht nicht ein paar Sachen zusammenlegen könnte. Ich bin irgendwie auch nicht mehr so zufrieden. Also das ist mir alles hier irgendwie zu viel. Also ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas noch zusammenlegen könnte. Da bin ich am Überlegen. Habe mir auch in der Abwesenheit ab und zu auf YouTube die anderen Mädels angeschaut, um vielleicht noch mal so ein bisschen Inspiration zu bekommen, was die Gestaltung angeht. Und ja, also genau, deswegen hatte ich auch keine Videos gemacht und ich hatte auch Probleme hier zu Hause in der Beziehung und deswegen hat mir das alles so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, sagt man das so? ja, und ich glaube, ich brauche noch diesen Monat ein bisschen Pause und werde dann im Oktober wieder mit euch durchstarten. Genau. Schaut nicht auf meine Nägel. Die müssen gemacht werden. Ja, genau. Bis dahin werde ich mir auch noch mal so ein bisschen Inspiration holen. Hier bei euch anderen Mädels. Und werde mich noch mal so ein bisschen dran setzen, wie ich vielleicht noch mal so ein paar Kategorien vielleicht rausnehme oder zusammenlege oder ja, ich weiß nicht. Oder ob ich das einfach so lassen werde. Ich weiß das nicht so richtig. Also irgendwie bin ich da so ein bisschen, nicht ein bisschen, ich bin irgendwie unzufrieden. Ja, was Neues gibt es vielleicht. Mein Sohnemann möchte das auch gerne machen. Habe ihn jetzt einen Binder bestellt, weil er mich dazu gedrängelt hat, dass er auch gerne einen möchte. Außerdem habe ich mir schon auch so ein paar Kategorien für ihn ausgedacht oder ein bisschen abgeschaut. Ich weiß nicht, was man noch so für Kategorien für einen Achtjährigen benutzen könnte. Ja, das sind halt so seine, was ich mir so ausgedacht habe, was er, ja, er möchte einen Hund haben, dafür möchte er sparen. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Shopping was dazu für ihn was wäre, weil ich kaufe ihn ja seine Kleidung eigentlich von unserem, von meinen von der Kleidungskategorie. Aber vielleicht ist Shopping auch nicht schlecht. Da kann er sich dann selber so seine Wunschsachen oder seine teuren Wunschsachen, die er haben möchte, selber kaufen. Die Frage ist natürlich, was gebe ich ihm dafür für damit er auch so diese Sachen besparen kann oder Geld reinlegen kann. Das ist auch noch, was mir so mein Kopf zerbrechen tut, ein bisschen. Ja, weil ich glaube, mit 8 Jahren kann man das auch schon mal ihm beibringen, dass man ein bisschen mit Geld, dass er mit Geld umgehen lernen kann und sich auch seine Sachen selber kaufen kann, wenn er was möchte davon. Ja, vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps.
die mir da noch so ein bisschen helfen können bei ihm, was ich da noch so oder was ich für Kategorien noch für ihn geben könnte. Mir fällt da jetzt gerade nicht so ein. Spiele ist ja dann so, weiß ich nicht, wenn er das für seine PlayStation was kaufen möchte oder wenn er online was kaufen möchte, Spiele runterladen möchte oder sowas oder sich eine dieser Aufladekarten kauft von iTunes oder was, darunter fällt das. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht so genau, ob Freizeit da gut reinpasst. Weil Freizeit habe ich ja auch schon. Das sollte dann vielleicht auch wegfallen. Ja, vielleicht habt ihr ja noch so ein paar Tipps, die mir noch helfen könnten. Ja, also wie gesagt, ich werde dann Oktober wieder starten. Bis dahin werde ich mir noch so ein bisschen was überlegen, was ich mache, damit ich zufrieden bin. Ja, also, ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Gesundheitlich geht es mir eigentlich gut. Ich hatte ja damals gesagt, dass ich Schwindelprobleme hatte. Die haben sich jetzt irgendwie, ja, die sind wie weggeblasen. Ich habe angefangen mit B12 zu nehmen und Vitamine zu schlucken. Eine Brille habe ich mir ja machen lassen. Dadurch ist der Schwindel irgendwie weg. Wo ich den Schwindel noch manchmal spüre, ist halt, wenn ich im Bett liege und mich umdrehe, dass es mir da manchmal auch noch schwindelig wird. Aber so am Tag hält sich das jetzt erstmal im Grenzen. Also es ist okay, ich kann auch wieder arbeiten. Mir geht's gut auf Arbeit. Ja. Das erstmal zu mir, ein kleines Update, wie es mir jetzt über die Monate erging. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle noch bei mir. Ich werde jetzt das Video dann auch fertig schneiden und werde das dann hochladen, damit ihr von mir ein Update habt. Und ich werde dann ab Oktober wieder fleißig mein Budget zeigen und ja, es geht ja wieder langsam auf Weihnachten zu und da kommen ja auch bald wieder die ersten Weihnachtsgeschenke. Und vielleicht mache ich auch wieder, ich weiß ja nicht, ob euch das gefallen hat, so letztes Jahr den Adventskalender von meinem Sohnemann. Ob ich das dieses Jahr vielleicht wieder so mache, dass ich euch immer zeige. Oder ich werde euch das vorher nicht zeigen, was ich reinbacke, sondern ich werde euch das dann einfach zeigen, wenn er das auspackt. Mal gucken, wenn er sich dieses Jahr wieder einen selbstgemachten wünscht. Tja, so schnell ist das Jahr rum. Das ist Wahnsinn. Die Jahre verfliegen und wir werden immer älter und die Kinder werden immer größer und bringen auch immer mehr Sorgen mit nach Hause. So ist es. So, okay, ich würde mich dann jetzt verabschieden. Und wir sehen uns dann im Oktober. Ich werde mir noch mal so Gedanken machen, was ich mache. Vielleicht habt ihr noch mal so ein paar Tipps für mich. Hab euch ja hier mein Zettelchen gezeigt, was wir, ich weiß nicht, was ich so ein bisschen noch ändern könnte. Ich habe jetzt hier Beauty noch dazu genommen. Bei Beauty und Friseur ist ja eigentlich fast das Gleiche, ob ich vielleicht Friseur dann wegnehme und Beauty nehme. Das auf jeden Fall Geburtstag ist jetzt auch alles wieder weg. Da habe ich dann nur einen Umschlag für Geburtstag. Das gilt aber dann halt nur für meine Familie. Und Geschenke ist dann halt für Freunde oder halt Cousin, Cousins und sowas. Genau, und Geburtstag ist dann halt nur für meinen Mann, Sohn, Tochter und der Kleine. Ja. Und ein Wünscheumschlag, da habe ich noch ein Fragezeichen dazu gemacht, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich mir das machen lasse. Also für meine Wünsche, was ich mir wünsche, oder ob ich mir da Geld reinspare, um mir meine Wünsche zu erfüllen. Das ist ein Umschlag,
Das ist eigentlich, ob ich nicht den auch mit hier hochnehmen sollte. Also für mich im Monat ein bisschen Taschengeld, wenn ich was sehe oder so, dass ich mir das kaufen kann. Ja, Hobby natürlich, dann Budget und YouTube. Freizeit ist ja dann schon klar. Ja, also vielleicht habt ihr ja bei der Sparchallenge habe ich jetzt eine 20-Euro-Challenge dazu genommen. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich nicht. Ja, eigentlich will ich nicht so viel Spar-Challenge haben, aber ich bin auch ganz heiß auf Spiele-Challenge. Also wenn ich mir so die anderen Mädels angucke auf YouTube, die mit ihrem Spar-Challenge ihre Sinking Funds 2 auch bestücken damit. Ich weiß nicht, ob ich das damit hinkriegen würde, wenn ich jetzt für jede, außer für Kleidung und Notgroschen, würde ich jetzt, weil das ja auf dem Konto liegt, keine Spiele spielen. Aber so die Umschläge, die ich halt hier habe, ob das sich so lohnt, ob ich dafür genug Geld habe, dass ich das jede Woche dann mit einer Spiele-Challenge spielen könnte. Ja, das sind noch so meine Gedanken. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für mich, wie ich das irgendwie noch hinbekomme, dass ich zufrieden bin. Ihr wisst, die mich schon länger verfolgen, ich bin immer manchmal gar nicht zufrieden mit mir und tausche das und tausche das. Das möchte ich auch nicht mehr eigentlich. Oder ich sehe bei anderen Mädels eine Kategorie, die vielleicht für mich auch sinnvoll wäre. Ja, dann nehme ich dann wieder eine mit dazu und ja, ich weiß nicht so richtig. So, aber jetzt haben wir genug geredet. Ihr wisst jetzt alle Bescheid, dass ich dann ab Oktober wieder neu anfange, dass ihr euch auf Oktober freuen könnt, dass ich wieder dann neu starten werde. Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich gerne und lasst mir noch einen Monat Zeit und dann sehen wir uns im Oktober wieder. Und ja, ich lasse auch liebe Grüße an euch da. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ja, heute ist das Wetter bei uns bewölkt. Wir haben heute keine Sonne, aber es ist warm draußen. Genau, bei uns hat auch die Schule angefangen. Ja, also wir sind ab nächster Woche auch wieder in unseren Alltag drinne. Ja, genau. Mehr gibt es eigentlich nicht. Das war das, was ich loswerden wollte, damit ihr Bescheid wisst, dass es mir gut geht und weshalb ich jetzt auch keine Videos gemacht habe. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich einfach so mich nicht gemeldet habe. So, genau. Also, ich würde dann sagen, habt's fein, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen Nachmittag, wann immer ihr das Video seht. Und wir sehen uns dann im Oktober wieder. Habt's bis dahin fein und bis dann. Tschüss.